Ja, wie man noch gut zu sehen ist, auf der anderen Seite fließt immer noch der Verkehr unbehindert zweispurig weiter, während die Leute alle weggeschickt werden, weil das ja so gefährlich ist, weil da ja was Mauersegmente rausbrechen könnten oder wenn man sich verletzen könnte. Ja, wie gesagt, die Bauarbeiten haben begonnen und werden hier fortgesetzt. Wir sind hier live vor Ort, Caster TV, Streambeam for Global Change. Man sieht ja, jetzt wurde von der anderen Seite auch weiterhin aufgeschlitzt. Wie man sieht, bis zum Grundsockel ist die Mauer jetzt aufgeschlitzt. Wahrscheinlich wird jetzt von hinten irgendein Haken angebracht, dass man da erstmal eine Tür einlassen kann oder ähnliches. Ja, man hört jetzt wieder den Trennjäger. Ja. Ja, und die Polizei weiß schon ganz gut, warum sie uns hier auf diese Seite schickt, weil man kaum was sieht, ständig fahren Autos vorbei, man kann auch gar nicht groß was erzählen, wegen dem starken Autoverkehr hier, der, wie ihr seht, auch auf der anderen Straßenseite ungehindert weiterfährt. Also die Polizei sperrt da noch nicht mal einen Streifen ab, wohl aber die Presse weg, weil das ja sehr gefährlich ist. Für die Menschen, ja, in den Autos, die da vorbeifahren, wie ihr jetzt gerade seht, auch wieder dieser weiße Kastenwagen, ja, völlig, ja, dem kann natürlich nichts passieren, weil das ist ja ein Auto und der muss ja irgendwo hin. Ja, und so wird die East Side Gallery hier unter Polizeischutz aufgeschnitten. Jetzt hängt da irgendwie an der Kette. Jetzt haben sie mal ein bisschen was Neueres daran gehangen. Ja, man sieht jetzt hier. Man sieht jetzt, wie sich von der anderen Seite die Steinfräse durch die Mauer frisst. Wie man sieht, der Engel ist jetzt ausgeschnitten. Ah, jetzt kommt eine Art Hebewerkzeug, ist da jetzt am Kran, so eine Kralle.